momentan noch auf ein Militärfahrzeug treffen im Ebstdorfer Grund. Wir werden jetzt zusammenpacken und dann geht's Richtung Süden. Wir wollen heute noch bis an die österreichische Grenze kommen. Militärfahrzeugtreffen vorweg und anschließender Abenteuer- und Allradmesse werden wir insgesamt 5 Wochen im Douro verbringen. Zunächst galt es, Entfernung gut zu machen. Sonntagnachmittag sind wir noch die 540 Kilometer bis Neuhaus am Inn gefahren. Montag war dann Österreich auf Nebenstraßen angesagt, ca. 330 Kilometer. Kurz hinter der slowenischen Grenze fanden wir mit Park for Night einen wunderschönen Übernachtungsplatz direkt am Fluss drauf. In unseren ersten 3 Tagen hat es immer wieder geregnet. In Slowenien stand fast jede Senke unter Wasser. Dort hat es sicherlich schon länger geregnet.
Die erste Nacht in Bosnien verbrachten wir auf einem privaten kleinen Campingplatz in der Nähe von Banja Luka. Die zweite Nacht in Bosnien verbrachten wir auf dem Parkplatz des Tunnelmuseums in Sarajevo. Wer mal in die Gegend kommt, sollte sich das Museum auf jeden Fall ansehen. Der Tunnel verband während des Bosnienkrieges den von serbischen Truppen belagerten Teil Sarajevo mit dem von der bosnischen Armee kontrollierten Stadtteil Budimir. Das Museum befindet sich in dem Haus, in dem der Eingang zu diesem Tunnel war. Soweit zur Anreise. Im nächsten Teil kommen wir nach Montenegro. Wir fahren entlang der wunderbaren Piba und kommen in den Durmitor Nationalpark. Wenn ihr weiter mitfahren wollt, vergesst nicht, den Kanal abonnieren und das Glöckchen läuten.